Hallo, so, jetzt sprechen wir über das Teilen oder Dividieren von Dezimalzahlen. Und ich werde dir zeigen, dass diese Aufgaben eigentlich genauso leicht zu rechnen sind wie die herkömmlichen, wie das herkömmliche Dividieren oder Teilen, zumindest von mehrstelligen Zahlen. Das zeige ich dir jetzt aber jetzt gleich mal. Fangen wir an mit einem Beispiel. Und zwar rechnen wir 23,828 durch 0,28. Und so, der ganze Trick an der Sache ist eigentlich nur, dass du die Kommastelle von der Zahl, die du durch die du multiplizierst, einfach eliminierst, indem du sie nach rechts verrutschst. Also du willst quasi aus der 0,28 das Komma entfernen und das machst du, indem du es 1, 2 nach rechts schiebst. So, und damit du immer noch das richtige Ergebnis rauskommst, musst du das zur gleichen Zeit auch mit dem Komma der anderen Zahl machen, also der Zahl durch die geteilt wird. Das heißt in dem Fall die 23,82, da wird das Komma um 2 nach rechts verschoben. Und wir könnten das jetzt auch nochmal neu hinschreiben. Das wäre dann 2.382,8 durch 28. Das ist genau das gleiche im Ergebnis. Wir haben jetzt quasi nur die Kommastelle entfernt und so lässt sich das dann rechnen wie ein ganz normales Divisionsproblem. Und das machen wir jetzt. Also, zuerst schauen wir, wie oft geht denn die 28 in die 2? Überhaupt nicht. Wie oft geht die 28 in die 23? Auch nicht. Und wie oft geht die 28 in die 238? Also jetzt weiß ich ja, 238 gehen schon so grob in die Richtung 280, also 10 Mal geht es aber nicht rein. 9 Mal ist, denke ich, auch noch zu wenig. Ich denke mal, wir fangen mal hier mit der 8 an. Und wie gesagt, das sind bei diesen Übungen, bei denen du durch zweistellige Zahlen teilst, muss man durchaus mal ein bisschen hin und her probieren und es stimmt auch nicht immer. Das probieren wir aber aus. Also 28 mal 8 rechnen wir jetzt. Also 8 mal 8 ist 64. So. Und 8 mal 2 ist 16. Plus 6 ist 22. So. Und das ziehen wir ab, wie üblich. Bleibt hier übrig 14. So. Und die 2 ziehen wir runter. So, und die nächste Frage ist jetzt, wie oft passt 28 in den 142? 28 ist ja fast 30, 4 mal 3 ist 12, also 120. Ich probiere es mal mit 4. So, 4 mal 28, 4 mal 8 ist 32. Und 4 mal 2 ist 8, plus 3 ist 11. So, dann ziehen wir das ab. Dann bleibt hier 0, 3. Aha, 30. So, jetzt siehst du schon, 30 und 28. Die 30 ist zu groß. Eigentlich sollte das Ergebnis, die Differenz hier, die übrig bleibt, kleiner sein wie die Zahl, durch die du teilst, also kleiner wie 28. Das heißt, wir könnten hier eigentlich noch durch 1 mehr teilen. Wir hätten hier 5 hinschreiben können. Deshalb rechne ich das jetzt auch nochmal neu. Und zwar machen wir das einfach kurz rückgängig und sagen, so 28 passt in die 142 nicht nur viermal, sondern sogar fünfmal rein. Und 5 mal 8 ist 40. Und 5 mal 2 ist 10, plus 4 ist 14. Aha, und jetzt kommt immer noch eine positive Zahl raus, aber eben eine viel kleinere, nämlich nur 2. Super. So, und an der Stelle können wir jetzt die, nehme ich mal grün oder orange, nehme ich jetzt die 8 runter, aber Vorsicht, jetzt stolpern wir quasi über das Komma, das heißt, an der Stelle trage ich hier auch das Komma ein, ziehe die 8 runter und jetzt sehe ich 28, passt ja genau einmal in die 28, schreibe ich hier noch 1 hin und dann sind wir auch schon fertig. Das heißt, 2382,8 durch 28 ist
85,1. Das stimmt aber genau so auch für hier oben. Also 23,828 durch 0,28 ist auch unsere 85,1. Wie gesagt, es liegt daran, dass wir einfach nur die Kommastelle verschoben haben, aber eben auf beiden Seiten von dem Geteiltzeichen, und damit ist es wieder okay. Du kannst dir vorstellen, wir haben jede Kommastelle ist ja ein Zehner, das heißt, wir haben hier quasi mal 100 gerechnet und hier mal 100, und dadurch, dass wir das auf beiden Seiten machen, gleicht sich das wieder aus. Okay, machen wir einfach die nächste Übung. Ich denke, mit viel Übung kommst du da am leichtesten rein. Machen wir weiter mit der 43,23 durch 3,3. So, hier müssen wir jetzt nur die Kommastelle um 1 nach rechts, also quasi mal 10 würde das entsprechen, und um 1 nach rechts verschieben. Ich schreibe es aber nochmal 9 hin, das ist fürs Rechnen dann ein bisschen sauberer. Also das würde heißen, wir haben hier dann die 432,3 durch 33. So, und jetzt ist es wieder ein ganz normale Teilaufgabe, also eine Übung zum Teilen, und das ist eigentlich für dich auch nichts Neues. Also wie oft geht die 33 in die 43? Einmal, und schreibe ich hier die 33 hin. Das sind 10 in der Differenz. Ich hole die 2 runter. Und ja, 33 mal 3 ist 99. Ich denke, das geht hier dreimal rein. Upsala, lass mich mal die Farbe wechseln. So, geht hier dreimal rein. 3 mal 33 ist 99. So, und die Differenz aus 102 und 99 ist 3. So, jetzt aufpassen, jetzt, wenn ich die 3 runterziehe, jetzt kommt auch das Komma. Das heißt, an der Stelle ein Komma. Jetzt ziehe ich die 3 runter. Und wie oft geht die 33 in 33? Genau einmal. Wunderbar, geht also genau auf. Das heißt, unser Ergebnis ist 13,3. Und wie gesagt, das stimmt auch für hier oben. So, letztes kurzes Beispiel noch. Wir rechnen 0,3350 durch 2,5. So, auch hier Komma 1 nach rechts. Um diese Zahl eben kommafrei zu bekommen, müssen wir hier auch die Kommastelle um 1 nach rechts verschieben. Das heißt, das Komma ist quasi hier, das neue Komma ist quasi hier gemerkt. Und ich schreibe es tatsächlich nochmal neu hin, damit es hier sauber bleibt. So, 3,350, wie du schon wahrscheinlich zurecht siehst, die 0 hier vorne brauchen wir nicht, durch 25. So. Jetzt wird es interessant. Also zuerst überlegen wir uns, wie oft passt denn die 25 in die 3? Überhaupt nicht. So, und dann kommen wir auf die 33. Und an der Stelle müssen wir jetzt auch vorsichtig sein. Jetzt überschreiten wir nämlich unser Komma. Das heißt, an der Stelle müssen wir hier ein Komma hinschreiben. Und da wir vorher noch nichts stehen haben, schreiben wir die 0 auch dazu. So, und jetzt können wir rechnen, wie oft geht denn die 25 in die 33? Ich denke mal, nicht mehr als einmal. Einmal 25 ist 25. So, und die Differenz daraus ist 8. Wir ziehen die 5 runter, ist 85. So, 25 mal 2 ist 50. 3 mal 25 ist 75. Ich denke, das passt ungefähr. Das heißt, die 25 geht mindestens 3 mal in die 85. 3 mal 25 ist 75. So, und die Differenz aus 85 und 75 ist 10. Und jetzt ziehen wir wieder die letzte Ziffer runter. So, das ist 100. Ja, und in die 100 geht die 25 genau 4 mal. 4 mal 25 ist 100. Damit haben wir hier 0 ohne Rest.
Das heißt, wenn wir 0,3350 durch 2,5 teilen, ist unser Ergebnis 0,134. So, viel Spaß damit bei den weiteren Übungen. Tschüss!